ist eigentlich kein buddhistisches Thema heute. Also ist die Geste vielleicht etwas übertrieben, aber die nächsten Tage werde ich mal verschiedene T-Shirts tragen. Das heißt, ich zwänge mich ein bisschen rein. Ich habe das schon mal erwähnt. Solange ich nicht runterkomme auf 95 Kilo, kann ich meine XL-Shirts, die ich im Laufe der Jahre gekauft habe, weil mir ihre Motive gefielen, nicht tragen. Also, das Licht. Jetzt gehe ich mal zurück. Ich hoffe, dann bleiben die Lichtverhältnisse stabil. Und dann führe ich euch die mal vor. Da kommen noch einige mit japanischen Motiven, aber heute passt das. Ich mache mal ein Thema, zu dem ich angeregt wurde von M. Mach doch mal die Top 10 deiner Lieblingsfilme. So richtig habe ich darüber nicht nachgedacht, sondern nur mal eben kurz. Und ich fange jetzt einfach mal an. Mein Neffe hat mich mal um eine Liste mit Filmtipps gebeten. Ich hätte das doch studiert und so viel Zeit im Kino verbracht. Und ich hätte die jetzt ranziehen können, aber mir ist schon, als ich sie neulich meinem Bruder schickte, der sagte, langsam geht uns der Stoff aus hier bei den Corona-Lockdowns, aufgefallen, wie viel ich da vergessen habe. Und ein Bekannter von mir, der hat sich wirklich jeden Film notiert und hat sich zum Teil auch die Eintrittskarten, wenn es welche gab, aufgehoben. Und der könnte das hervorragend, aber das würde sicher dauern, nachvollziehen, was der so alles in seinem Leben gesehen hat. Und ich plaudere also jetzt einfach mal drauf los. Mitte des Monats habe ich noch so Top 5 der Filme, die zwar nicht alle aus dem letzten Jahr stammen, aber die ich da gesehen habe. Die Kinos waren ja auch hier überwiegend zu aufgelistet. Auch so ein paar besondere Tipps, die man vielleicht auch bei Amazon Prime sehen kann in Deutschland. Ich weiß es nicht. Ich habe sie bei Amazon US gesehen. Ihr wisst ja, wie das geht. Hoffe ich. Und zu den Highlights in meinem Leben, da gehört an erster Stelle der Film, den ich wohl am häufigsten gesehen habe, und ich schaue mir selbst meine Lieblingsfilme gar nicht so oft an, Apocalypse Now. Wird ja oft Apokalypse Now ausgesprochen, von Francis Ford Coppola. Die Geschichte, wenn man sich für einen Film interessiert, die kennt man ja zur Genüge. Der Mann hat Haus und Hof verpfändet, seine Ehe fast ruiniert dadurch. Jedenfalls ist das die Legende. In Wirklichkeit hat seine Frau noch einen interessanten Dokumentarfilm über die Dreharbeiten gedreht, wo die Schauspieler teilweise unter Drogen standen. Es gibt diese schöne Geschichte von Dennis Hopper, der da einen Fotografen spielt, wie er nach den Dreharbeiten mit den ganzen Fotoapparaten, die er im Film um den Hals hängen hatte, in ein Flugzeug stieg und ich glaube, es war sogar in Deutschland landete, also in diesem Outfit, das er da auf den Philippinen trug. Martin Sheen, einer der Hauptdarsteller, hat einen Herzinfarkt erlitten. Es war eine Weile nicht klar, ob es weitergeht. Und Marlon Brando, der diesen verrückten Colonel spielt, der im Urwald lebt. Also man hat da so eine Kulisse aufgebaut, die ein bisschen an Angkor sogar erinnert in Kambodscha. Und das ja sicher auch nicht ganz zu Unrecht. Ne? Im Vietnamkrieg gab es ja so Pfade, die durch die Nachbarländer führten, Laos und Kambodscha, und auch besonders unter der Verantwortung von Henry Kissinger massiv bombardiert wurden. Ja, es ist ein Kriegsfilm, ein Antikriegsfilm. Das ist die große Frage, denn die Botschaft von Marlon Brando lautet ja im Grunde, es ist das Gewissen, das dazu führt, dass die Amerikaner solche Kriege verlieren. Das führt er poetischer aus und mit einem starken Bild. Ich will nicht zu viel verraten. Abgeschlagene Kinderarme spielen eine Rolle, falls ihr den Film wirklich noch nicht gesehen habt. Vielleicht kriegt ihr auch den
Director's Cut, also diese Fassung, wo noch längere Einstellungen von indonesischen, von französischen Kolonialherren zu sehen sind, die sich dort in dem ganzen Raum ja mal breit gemacht hatten und da in eine Villa dinieren, als die Soldaten vorbeikommen. Also Brandon war extrem übergewichtig und man hatte dann Schwierigkeiten, ihn auszuleuchten. Aber es gibt dort auch ein paar extra Materialien in der langen Fassung, wo er dann noch mit den Kindern zu sehen ist und klarer wird, welchen Umfang, Leibesumfang er hatte. Mal schauen, dass ich da nicht zu sehr ins Schwafeln komme. Ich weiß auch gar nicht, ob ich auf 10 Filme komme. Jetzt haben wir einen. Also das Strafgericht. Und wie er sich umbringen lässt, ne? Wie er dann einsieht, dass seine Zeit gekommen ist. Das ist ein fulminanter Film. Und das, was er sagt und wie er es sagt, er zitiert Eliot, ne? T.S. Eliot. Tja, hatte ich eine Weile diese Verse in meinem Portemonnaie. Jetzt finde ich sie nicht mehr, könnte ich mir nochmal ausdrucken. Wir sind hohle Männer, Köpfe gefüllt mit Stroh und so geht das los. Also das ist ein Thema, auf das ich vielleicht nochmal im Fall Soyeon Shaku zurückkomme. Denn es ist ja die Frage, ob nicht auch im Buddhismus so eine Philosophie angelegt ist. Leben und Sterben in L.A., William Friedkin, gefilmt von Robbie Muller. Er ist leider schon tot, ein Kameramann, der, jetzt muss ich mal nachdenken, einige tolle Filme gemacht hat, die ich auch noch erwähnen könnte. Also Ghost Dog natürlich, weil es Hagakure drin vorkommt, ist aber jetzt nicht eine meiner großen Szenen. Den hat er gefilmt, doch anderes von Jim Jarmusch. Ich glaube Breaking the Waves von Lars von Trier. Also es ist ein ganz starker Kameramann, der dort explizit mit der Handkamera arbeitet. Und ich habe den Film einmal mit meinem Bruder allein im Berger Kino in Frankfurt gesehen. Das war dann auch zum wiederholten Male. Und diesen Soundtrack von Wang Chang finde ich heute noch klasse. Und die Schauspielerin Darlene, auch wenn man sie spricht, Flügel, also mit dem deutsch klingenden Nachnamen, das war so genau mein Typ. Die hat irgendwie erstmal gemodelt, gut bezahlt, aber dann hat sie mal eine Weile einen Fuß im Film gehabt, aber hat dann bei einer Fernsehserie sich mit dem Hauptdarsteller überworfen und dann war nichts mehr und dann wurde sie doch tatsächlich als Dozentin an eine Hochschule berufen, wo sie dann im Drama und so gelehrt hat, ist aber auch relativ jung, ich glaube in den 60ern gestorben. Es gibt da ein paar Anspielungen auf erotische Tabus, es gibt ja, tolle schauspielerische Leistung, Willem Dafoe ist dabei. Es ist ein William Friedkin-Film, da könnte ich natürlich noch French Connection erwähnen, die bekannte Szene, wo Gene Hackman, auf der vorher gewaltsam unter Drogen gesetzt wurde, dann auf Entzug kommt und meint, gib mir meine Hershey's-Schokolade. Habe ich schon öfter zitiert, wenn ich im Supermarkt war. Obwohl das nicht die beste Schokolade ist, möglich nicht. Das kann nur ein Amerikaner sagen. Also, ein Deutscher würde Milka rufen. Oder sowas. Ja, dann haben wir jetzt drei, ne? Schon zwei Friedkin-Filme genannt. Dann gibt es einen Film, den ihr vielleicht nicht kennt, von Wu Zhen Yu. W-U ist der erste Teil geschrieben, dann Zhen Yu, Z-I-N-I-U. Und der heißt, da muss ich ja nebenher googeln. Aber vielleicht kann ich die Geschichte erzählen. Er lief auf der Berlinale, so Ende der 80er. Und das ist auch ein Antikriegsfilm. Und da geht es um Chinesen, die Japaner eingekesselt haben und versuchen, sie zur Aufgabe zu bewegen.
der Film war so bewegend, obwohl er, glaube ich, auf der IMDb nur eine Wertung von 7,4 hat von den Usern. Aber wer hat den schon gesehen? Der war auch nur nominiert, der hat nicht mal einen Hauptpreis bekommen. Der war so bewegend, dass ich völlig verdattert war. Ein paar Mal im Leben hatte ich das Gefühl im Kino, dass ich mich am Ende der Vorstellung vor der Leinwand verneigt habe, in so einem großen Kino in Berlin, bei der Berlinale. Damals habe ich noch Festivals besucht. Jetzt gebe ich den mal ein, denn ich weiß es nicht mal mehr auf Englisch oder auf Deutsch. Und das Problem ist, glaube ich, dass es auch zwei Regisseure mit dem Namen gibt. Abendglocken heißt er auf Deutsch. Und ich habe dann später nochmal einen Film von ihm gesehen, der sah mir böse so aus, als wäre mit Regierungsgeld im propagandistischen Sinne gemacht worden. Also ich konnte die Laufbahn dieses Regisseurs nicht mehr verfolgen. Aber der hier war recht ausgewogen. Wan Chong, W-A-N, neues Wort Z-H-O-N-G heißt er. Jetzt haben wir vier. Ja, ich habe natürlich Hollywood-Kino studiert bei der Amerikanistik. Da musste ich ja schummeln, weil es damals kein Filmwissenschaftsstudium gab. Musste man zu den Germanisten da Kurse belegen. Und da war der Herr Goldscheider, hieß er. Und der hat uns ins Kino gebracht, ins Kommunal, ins Filmmuseum. Und da hat er uns das osteuropäische Kino vorgestellt. Also Sergei Parachanov zum Beispiel. Tarkovsky. Was soll ich jetzt von Tarkovsky nehmen? Welches ist der interessanteste Tarkovsky-Film? Das ist wirklich schwer zu sagen. Er hat ja nur 7 gemacht und er hat auch ein interessantes Buch geschrieben, wo sein Vater auch eine Rolle spielt und sogar Haiku. Also Tarkovsky kann man sich genau wie Ingmar Bergman komplett reinpfeifen, aber bei Bergman dauert das länger. Deshalb will ich da jetzt mal keinen rausgreifen, aber nehmt mal die beiden als Nummer 5 und 6. Bergman ist der von Wilde Erdbeeren und so weiter, Ingmar Bergman. Frühe Filme von Woody Allen haben mir gefallen. Am meisten gelacht habe ich bei Die letzte Nacht des Boris Gruschenko. Das weiß ich auch. Das war einer der Filme, wo ich mich am meisten amüsiert habe. Aber große Filmkunst gab es dann in der Goldscheider-Reihe. Alan Klimov. Da muss ich auch nachschauen. Weil, also das ist wahrscheinlich auch jemand, der euch nichts sagt, wenn ihr nicht auch in kommunale Kinos geht, in Filmmuseen. Und der Klimov hat einen Film gemacht, Komm und Sieh, ja genau, von 85. Der hat hier eine Wertung von 8,3. Naja, das muss nichts heißen, aber in dem Fall ist das auf jeden Fall gerechtfertigt. Der hat die Kraft, ich würde sogar fast sagen, mindestens der Tarkovsky-Filme, die ja ein bisschen langsam sind, meditativ. Klimov ist da schon gewaltiger. Ja, natürlich habe ich gern Filme gesehen aus der Zeit, wo French Connection lief. Alan J. Bakula. Viel als Schauspieler fand ich besonders herausragend natürlich Paul Newman und wie hieß er noch, der George Roy Hill Film The Sundance Kid, das ist noch ein großartiger Western mit Paul Newman und Robert Redford, aber auch Gene Hackman eben, auch die Fortsetzung von French Connection war ja, den einen machte John Frankenheimer, den anderen William Friedkin, also die ist auch klasse. Und das gibt's ja nicht immer. Natürlich Alien, aber ich empfehle nicht mehr so gerne Ridley Scott Filme, weil er später mal jemanden rausgeschnitten hat, der in Sexskandal verwickelt war, ja. Den hat er dann geschasst. Ja, sein Bruder hat Suizid begangen
Tony Scott. Aber der Ridley hat nicht so viel Empathie gezeigt, als Kevin Spacey am Pranger stand. Und insofern, wenn wir so unter Filmkritikern, ja, ich bin ja eigentlich mehr noch so ein Schnorrer gewesen die letzten Jahre in Deutschland und habe nicht mehr viel geschrieben, aber ich bin noch in Pressevorführungen sonst gekommen und wenn wir da initiiert von jemandem so am Ende des Jahres unsere Lieblingslisten eingereicht haben, es war mir interessant, weil es eine Rubrik gab, spezielle Tipps, und da hat man von anderen, die so auf anderen Festivals rumturnten als man selbst oder andere Streamingdienste hatten, noch was entdecken können. Aber da habe ich dann mal geschrieben in meine Kommentarfunktion, dass ich Leute, die statt auf Zelluloid mit Video drehen, also abwerte. Und das gilt zum Beispiel für den neueren Blade Runner. Ich glaube das wirklich, dass der besser hätte aussehen können. Obwohl er immer noch sehenswert ist, und er ist auch von Denis Villeneuve, das ist einer der beiden großen Regisseure, die ich jetzt, von denen ich jetzt auf jeden neuen Film warte. Also Sicario ist ein ganz toller Krimi, könnte man sagen, im weiteren Sinn. Der erste Teil von Denis Villeneuve. Aber wo war ich, ja gut, abwerten tue ich natürlich auch solche Verhaltensweichen wie von Ridley Scott. Auch wenn der Ersatz von Kevin Spacey in diesem Film über so einen Magnaten, Christopher Plummer war das, natürlich toll gespielt hat. So, jetzt gucken wir nochmal. Wenn ich den Namen richtig aussprechen könnte, dann hätte ich mich auch vorbereitet, ne? Und von ihm gibt es auch fast nur gute Filme. Einen finde ich etwas schwierig. Alejandro Iñárritu. Und der erste, den ich gesehen habe, war der mit diesen Hunden und Hundekämpfen, Amores Perros. Der hatte so eine Urgewalt. Und die kam dann nochmal durch in einem Film, den viel mehr von euch kennen, The Revenant, auf Deutsch, weiß ich gar nicht, mal anklicken, mit Leonardo DiCaprio, wo er gegen diesen Bären kämpft. Der Rückkehrer heißt er einfach auf Deutsch. Und Iñárritu hat noch Babel gemacht und dann diesen etwas verkopften Birdman, der bei Kritik aber gut ankam. Ja, und Villeneuve hat ja noch den Film gemacht, wo die Aliens in Form von so intelligenten, tintenfischartigen Wesen Kontakt mit Menschen aufnehmen. Da muss ich auch nochmal schauen. Und also ihr werdet es nicht glauben, ich habe natürlich die ganze Filmgeschichte studiert und ich könnte jetzt natürlich auch sagen Buster Keaton, Charlie Chaplin. Man ist wirklich erstaunt, wenn man das sieht, und ich habe besonders Dick und Doof, die kamen natürlich viel später, geliebt. W.G. Fields, auch ein Witzbold, und damals habe ich noch dicke Wälzer gelesen über die ganzen Katastrophen, die sich im Leben dieser Stars abgespielt haben. Na, der war ein schwerer Alkoholiker, und wie die alle zu Tode kamen. Ja, wir haben hier Arrival, heißt der Science-Fiction von Denis Villeneuve, Sicario, also eine Menge toller Filme. Das sind so die Größen im Moment. Wenn man es ernst will, aber ich bin da nie so voll drauf abgefahren, der Koreeda aus Japan, aber die alten großen Filmregisseure aus Japan, Mizoguchi, der vor allem Sepanji Prostitutionsmilieu beleuchtet hat, sympathisierend, ja, also besonders die Frauengestalten hervorgehoben hat, Yasujiro Ozu, der mit dieser typischen am bodennahen Kamera gefilmt hat,
natürlich Kurosawa, mit häufig mit Samurai-Filmen, mit Toshiro Mifune. Mir geht jetzt, läuft jetzt die Zeit aus, aber ich habe jetzt mal ein paar genannt und so viele auch vergessen. Ja, aber die großen, wirklich großen Erlebnisse waren mit Apocalypse Now und Leben und Sterben in L.A. und eben früher mit diesen Flair der 70er Jahre wie in French Connection und einigen anderen Filmen. Und was war eigentlich der witzigste? Wahrscheinlich kriege ich es in der Minute, dass die Karte voll ist, nicht mehr hin. Was war der witzigste Film von allen? Das Leben des Brian mit jeder nur ein Kreuz, als Jesus da antanzen muss und sein eigenes Kreuz zu schleppen, ist natürlich auch gut. So, ein paar waren dabei, die kriegt ihr vielleicht auf DVD. Besondere Filme findet ihr bei Criterion Collection. Da kann ich nochmal einen Link machen. Oder auch die günstigere Variante in der Eclipse-Version. Ach, einen großen habe ich vergessen. Takeshi Kitano. Sonatin ist sein bester. Und dann denke ich Hanabi. Auch ein Japaner. Takeshi Kitano. Ja, die mein Verlagsprogramm kennen, wundern sich nicht.